So, und wenn hier der König von Dingsdorf und andere der Meinung sind, ich darf in meiner Garage kein Holz stapeln, nehme ich beim nächsten Mal eine Latte dort heraus und werde sie irgendwo zertrümmern. Weil es mir nämlich egal ist, ob die Garage gut aussieht, ob sie aufgeräumt ist oder ob sie hier irgendjemanden anstinkt. Und wer darüber meine Meinung hören möchte, darf doch gerne vorbeikommen und muss sie leider auch akzeptieren. Ansonsten mache ich nämlich Stubendurchgang in anderen Häusern und dann werden wir mal sehen, wie sauber es da ist. Das hat mich halt jetzt geärgert. Zweitens Mal lade ich zu einer Geburtstagsfeier ein. Es wird Stubendurchgang gemacht. Man schaut in meine Garage rein und sieht dort Holzplatten in der Ecke und große Holzstücken, die aufgestapelt wurden. Ich habe doch nicht gewusst, dass ich auf einem privaten Grundstück nicht Holz einlagern darf in meinem Schuppen. Da muss man hier erst nachfragen. Ich habe dann lauthals gefragt, ist das mein Grundstück hier? Ja. Darf ich demzufolge dort machen, was ich möchte, oder muss ich da jemanden fragen? Nö. Dann möchte ich es gerne gelb anmalen mit grünen Tupfen. Oder aber ich nehme diesen Holzhaufen da vorne und lagere ihn zum Trocknen in meiner Einfahrt, weil irgendwie habe ich das Recht dazu. Deswegen kaufe ich mir ein eigenes Grundstück und bezahle dafür teuer Geld. Das nun nochmal an die lieben Freunde aus dem Dorf. Jetzt haben wir schön ausgelassen, wa? Na gut. Das war die Party-Eskalation Nummer 1. In Zukunft werde ich natürlich immer fragen, ob ich irgendwas auf meinem Grundstück tun darf, weil es gibt hier auch Grundstücke, die sind auch nicht sehr schön, wird mein Kollege bestätigen. Bei manchen steht auch das Gras 3 Meter groß. Und wenn man eben Riesengrundstücke hat, ist es schwer, die alle zu pflegen. Oder man mietet sich jemanden und der fällt es dann. Ne? Also das ist inzwischen dann meine Sichtweise auf die Dinge hier. Weil einigen wird es gefallen, dass ich so locker drauf bin und andere haben leider ein kleines Problem und dürfen ihren Dorfstubendurchgang woanders handhaben, aber nicht mehr bei mir. Genügend Zaunlatten sind da. Das habe ich jetzt gut gesagt, oder? Schön. Das wird in Zukunft unsere Lebensweise sein, weil das Leben ist kurz. Damit ist alles gesagt. Bitte spenden auf das bekannte Konto. Wir unterstützen Sie, wir arbeiten mit Ihnen.